Hallihallöchen YouTube, ich bin's, euer Crankron und ich begrüße euch zu einem kleinen Commentary hier auf C-Town. Eigentlich sollte ja aktuell das Infovideo kommen über die Let's Plays, die folgen werden. Aber da das letzte Video schon wieder eine Minute, sage ich schon, eine Woche her ist, habe ich mir so gedacht, das kann es auch nicht bringen. Also eine Woche ist ja irgendwo doch schon ein bisschen sehr lang. Von daher, ihr werdet wieder mit ordentlich Gameplay-Stuff versorgt. Ich zocke eine Runde mit der Modell auf Sea Town, wie schon gesagt. Mit dabei die Drohne, das Care Package und die Predator, also ganz niedrige Killstreaks. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das denn so wird. Und das Gameplay nimmt einen ganz schön coolen und krassen Verlauf. Ich möchte eigentlich auch gar kein spezielles Thema ansprechen, sondern einfach mal beim Gameplay bleiben, da das Commentary auch an sich sehr, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, sehr spontan ist, genau. Und von daher habe ich mir nichts Großes überlegt. Aber das Gameplay ist doch sehr interessant und lässt sich durchaus angucken. Also der Score am Ende ist nicht der Mega-Score, aber das, oder darum geht es mir in diesem Gameplay auch gar nicht. Und ihr werdet es ja später sehen, dass da noch eine Menge passieren wird. So, der Gegner versucht gerade B einzunehmen, deswegen haue ich da erstmal eine Semtex rein. Und der wird schön weggenatzt. So, dann haben wir C verloren, glaube ich. Genau, deswegen wäre ich von links angefrackt. Hätte ich eigentlich sehen müssen. Und hier seht ihr schon auf der Minimap, es sind schon einige Killstreaks jetzt in der Luft. Hier eine AH-6 und der Hind. Und ich kann mich hier nicht viel bewegen. Guck immer wieder auf die Minimap und um mich vor den Heli zu schützen und kann jetzt zum Glück noch ein, zwei Leute wegholen mit der MP9. Und dann wieder angefragt, wieder hinter die Deckung gegangen. Da kam eine Semtex geflogen. Und auch ihn hier müsste ich wegholen, genau. Kriegt dann meine Drohne und da seht ihr schon, die nächste Killstreak ist in der Luft, der Payflow. Und ihr bemerkt schon, dass wir gegen ein sehr, sehr starkes Team spielen. Die jetzt schon am Anfang des Spiels, na, mit ein Viertel der Punkten, die hier gespielt sind, jetzt schon ordentlich Killstreaks in die Luft raushauen. Habe ich auch gleich mal meine Klasse gewechselt zur ACR mit Stinger. Und wo spawne ich natürlich? Bei zwei Gegnern. Es ist einfach nur erbärmlich, dieses Spawn-System. Und hau dann gleich mal hier den Payflow. Nicht aus der Luft, sondern. Jetzt müsste es klappen oder auch nicht. Also, es ist ganz schön heftig. Die sind eigentlich ziemlich krass unterlegen. Und ihr werdet jetzt im Verlauf des Gameplays noch sehen, dass man alleine nur, wenn man die ganzen Killstreaks aus dem Himmel holt, sie abschießt, dass man doch eine sehr, sehr, sehr viel erreichen kann damit. Die Gegner wirklich auf eine andere Weise damit zerstört. Denn alle Killstreaks, die halt Kills machen und der Payflow zum Beispiel ist ja nun wirklich keine kleine Killstreak, bringt das extrem große Vorteile mit sich. Die Leute müssen ihre Killstreak auch wieder aufbauen. Warum ich den Gegner hier nicht gesehen habe, fragt mich nicht. Jetzt ist sogar ein Reaper in der Luft und ich hole hier jedes Ding runter, das sage ich euch jetzt schon mal. Und dadurch schaffen wir es halt wirklich noch, die Punkte unter unserer Kontrolle zu behalten und wirklich ein ordentliches Spiel hier abzuliefern, weil sonst wäre das in einem extremen Chaos geendet, dann wäre das ein extremes Killstreak-Gebäsche geworden. Aber gerade so hält man wirklich die Ordnung im Spiel, lässt die Gegner gar nicht groß zum Zug kommen. Selbst wenn sie jetzt weitere Killstreaks aufbauen, man hätte sie immer wieder abgeschossen. Wir helfen auf alle Fälle Sam-Turrets, Stingers, Javelin, alles Mögliche. Und viele Leute mögen das ja auch mal nicht so, dann die Killstreaks aus der Luft zu holen. Hoffen, dass es immer irgendein anderer macht. Und ich sage, es bringt aber wirklich extreme Vorteile mit euch. Also, wie ihr schon sehen könnt, ich habe 400 Punkte für das Zerstören des Helikopters bekommen. Jetzt ist wieder eine AH-6 in der Luft. Also, das gegnerische Team ist wirklich sehr, sehr hoch uns überlegen. Haben wir nicht viel gegen auszusetzen und alleine, wenn man schon Payload zerstört, kriegt man auch 800 Punkte. Das ist eine ganze Menge. Und wichtig ist, falls ihr wirklich jetzt auch einer seid, der
öfters mal in den Luftkampf geht, sag ich jetzt mal, also mit Raketen, die Helis vom Himmel holt, dann empfehle ich euch wirklich, nehmt euch Blind Eye mit als Perk. Weil klar, Fingerfertigkeit und Scavenger bringt es irgendwo schon, aber wenn ihr wirklich eine reine Klasse wollt, die Anti-Air ist, also gegen Killstreaks in der Luft ausgelegt ist, dann braucht ihr Blind Eye auf alle Fälle. Weil dann sehen euch die Reaper nicht, die Palos und alles sowas sehen euch nicht. Seid davor geschützt. Geschütze auch nicht. Und das empfiehlt sich wirklich mitzunehmen, dann könnt ihr die Killstreaks ganz einfach und schnell vom Himmel holen. Und müsst nicht vorher dreimal sterben, bis ihr das dann mal geschafft habt. Beim Reaper und bei der AC-130 müsst ihr zwei Raketen reinfeuern, auch dann sind diese zerstört. Warum man nur 100 Punkte fürs Zerstören eines Reapers bekommt, das ist eher fraglich. Und warum man den Pavilion nur mit einem Schuss zerstören kann, ist ebenfalls fraglich. Aber ansonsten ist das alles sehr gut und klappt auch alles sehr schnell und klasse. Hier hat man echt Glück gehabt, weil jetzt schon eine AC-130 in der Luft ist. Auch diese versuche ich natürlich wieder vom Himmel herunterzuholen. Und das klappt auch, wie gesagt, alles sehr schön. Und für die Leute, die jetzt wirklich Blind Eye mitnehmen und dann eben keine neue Munition bekommen und eben nicht schnell nachladen können, empfehle ich euch wirklich, die erweiterten Magazine für eure Waffe mitzunehmen. Die hatte ich hier noch nicht frei für die ACR, glaube ich. Oder noch nicht mit, ich weiß es nicht. Von daher packt die wirklich rein, wenn ihr nicht so schnell nachladen könnt, dann habt ihr wirklich mehr Schüsse im Magazin und das bringt euch dann auch wirklich einige Vorteile mit sich. So könnt ihr wirklich mal drei, vier Gegner wegbratzen und auch euch kleine Aiming-Fails leisten, das ist dann nicht weiter schlimm. Und wenn ihr dann mal nachladen müsst, das ist erstens dann nicht so oft und bringt dann auch mehr Vorteile mit sich. Ja, hier waren meine Raketen für die Stinger alle. Kurz gestorben, wieder dieses Ding ausgepackt und BÄM! Natürlich ist das alles nicht so sonderlich gut für meinen Score. Aber da wir mittlerweile die Gegner so gut unter Kontrolle haben und ihr seht unten links immer noch, wir führen in dem Spiel und die Gegner haben schon so viel Killstreaks rausgehauen, das geht gar nicht. Jetzt auch schon der zweite Stealth-Bomber unsererseits, also es hat wirklich was gebracht. Unsere Leute können immer noch Kills machen, werden nicht nur am Spawn weggeholt. Dadurch können wir, wie gesagt, immer noch die Punkte kontrollieren, ein ordentliches Spiel aufziehen. Und ja, ich bin jetzt auch so langsam dabei, mir hier eine Killstreak aufzubauen. Im Moment sind nicht mehr so viel gegnerische Helikopter in der Luft. Und dann bietet sich das ganz schnell mal an, wieder ein paar Kills zu machen. Ich empfehle es euch wirklich, selbst wenn irgendwie nur eine A6 in der Luft ist und davor schon relativ viele Killstreaks in der Luft waren. Und ihr sagt so, scheiße, ich muss jetzt wieder ein paar Kills machen. Verzichtet drauf, ihr habt noch genügend Zeit dafür später. Wenn keine Killstreaks in der Luft sind, dann macht ihr auf alle Fälle leichter Kills, als wenn sie in der Luft sind. Und die habe ich mit einer Predator versucht, B zu schützen, das ist mir nicht ganz gelungen. Und dann kriegt man auch ganz schnell mal einen Helikopter. Ja, hier war ich ein bisschen, ja, man könnte schon fast sagen, zu dämlich. Ich habe den Helikopter gleich ausgelöst. Hätte hier eigentlich noch zwei Kills mitnehmen können. Und hier nur ein Hitmarker mit einer Semtex. Aber den hole ich doch hier ganz sauber weg. Und das Hybridvisier empfiehlt sich eigentlich wirklich. Ich mag das holographische Visier in MW3 eigentlich gar nicht, weil es ist ziemlich klein. Im Vergleich hier zu MW2 oder Battlefield 3 sieht man doch da sehr viel mehr durch, was ich eigentlich auch irgendwo realistischer finde. Dadurch ist das Hybridvisier allgemein auch ziemlich klein, weil es vergrößert ja nur das holographische Visier. Und da war noch ein Gegner. Und ich bin wieder mal so unvorsichtig und löse sofort meine Killstreak aus. Konnte ihn dann aber killen. Und erreiche dann sofort meinen zweiten Helikopter. Und ihr seht schon unten links, wir führen immer noch. Haben die Gegner so richtig aufgerieben, indem wir sie erst gar nicht richtig zum Zug kommen lassen haben mit ihren Killstreaks. Hau jetzt noch meinen zweiten Hind raus. Und dann haben wir das Ding auch schon gewonnen. Ganz souverän. Auch wenn wir unterlegen waren, ihr seht, man hat immer eine Chance zu gewinnen. Spielt Anti-Air. Vielleicht macht es euch nicht so Spaß, aber Gewinn ist Gewinn. Und ich meine, ich habe am Ende noch einen richtig guten Score. Also, was heißt richtig gut? Für dieses Spiel ist es ein richtig guter Score rausgeholt.
noch ordentlich Kills gemacht am Ende. Und dann kann man so ein Ding auch mal gewinnen. So, ich hoffe, dieses Gameplay-bezogene Commentary hat euch gefallen. Und dann in 4-5 Tagen kommt da das Infovideo zu den folgenden Let's Plays, wo ihr dann abstimmen könnt. Ich bin Crankron. Schönen Tag noch, Leute. Ciao.